Auf ein neues, zum, glaube ich, vierten Part der Chips-Tierlist, oder wie Flo, ja, unbedingt Will German Chips-Tierlist. Ja, ja. Wir sind ja bei Crunchips stehen geblieben. Jupp. Und? Nee. Was ist da für eine Sorte? Voodoo, irgendwas mit Voodoo, Voodoo-Party. Was ist das für ein Geschmack? Scharf, würzig. Das soll scharf sein? Ich mag scharf. Dann machst du scharfer Ketchup oder so, also da kann ich halt gar nichts zu sagen. Alles um einen scharfen mag ich halt, aber deswegen, ich kann da nicht viel zu sagen. Kenn ich nicht. Und so gehe ich mal von außen auch nicht. Ja, also die Sorte, ich hab die schon mal gesehen, auch als sie wer getestet hat, aber die sollen halt nicht so viel anders geschmeckt haben, als wenn sie jetzt eine andere scharfe Chili-Soße haben. Aber ich weiß nicht, Crunchips, so eine Chips-Tüte, wenn ich Paprika-Chips suche, kauf die nicht. Die sind für mich auch zu knusperfaktorig. Also, man sagt ja olfaktorisch, wenn etwas riecht. Für mich das knusperfaktorisch. Also die Chips, die, wie sie schon sagen, die sind zu crunchig, Alter. Aber die nächste Sorte ist auch... Ich mag eigentlich alles mit Honigsenf, was ich bis jetzt gegessen habe, aber Chips kenne ich nicht. Hast du noch nicht gegessen? Nee. Vor allem, ich weiß nicht, aber ich finde das immer scheiße. Ich finde das nicht gut. Ich mag diese normalen Senfbecher, Bornsenf oder sowas. Staatskultur. Aber diese amerikanischen Spender da, ich ekel mich immer vor denen. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, ja. Ich muss sagen, Honigsenf. Hatte ich auch die Nicknacks, Honigsenf. Hast du die schon mal probiert? Es gibt Honigsenf-Nicknacks? Ich war schon überrascht, was es Barbecue gibt. Doch, die gibt's. Die muss ich mir mal holen. Ich weiß nicht, ob es sie noch gibt, ob es eine Limited Edition war. No. Aber ich fand die, es ist, natürlich, man muss sich drauf einlassen. Natürlich nicht dieses normale Erlebnis, was man hat. Aber ich würde das trotzdem auf eins unter Schmackofatz stellen. Einfach, weil es halt mal was anderes ist. Also, Senf, Honigsenf, das benutzen wir jetzt meist als Dressing ja. Für einen Salat. Ist auch eins meiner Lieblingsdressings. Kann ich da nichts gegen sagen. Ja, gut. Was ist das Nächste? Nur gesalzene Crunchips? Ja. Hast du die schon mal gegessen? Wenn nicht, dann die allgemein auf. Ich weiß nicht, ob die schon gegessen habe, aber ich muss sagen, ich liebe auch normale gesalzene Chips. Da hatte ich, glaube ich, meistens nur die von gut und günstig. Ja, man merkt, ich habe immer nur dieses Billig-Scheiße, aber die ist halt auch gut. Zwar nicht so gut wahrscheinlich, aber auch gut. Und die bieten sich halt auch echt gut für Dips an, aber auch so sind die echt nice. Ich liebe das auch. Schmackofatz wäre nicht sogar besser, aber ich glaube, Schmackofatz muss reichen, ja. Also, da das ja Crunchips sind, gehe ich auf niedriger. Ich mag gesalzene Chips eigentlich auch. Habt ihr bei den Pombeeren auch gesehen, die sind ja dabei Schmackofatz. Aber diese Crunchips, deswegen, weil das andere, finde ich, ein besseres Gefühl ist im Mund und spezieller ist. Oh, das ist das für eine Palone bei Maricatabel durch. Das hat ja schon mal aufgehört. Ey! Wow. Jedenfalls würde ich dir dann auf okay tun. Da kommt auch bald ein Let's Play zu. Irgendwann mal. Wenn wir mal es geschafft haben, den ersten Teil zu spielen. Und das, ja. Ich glaube, der Soundtrack so lang ist. Ja gut, was ist denn das nächste schön. Eigentlich? Roasted Chili, glaube ich. Grilled Chili und Cheese, was? Oh, Cheese sogar. Oh, also, Chili und Cheese hört sich nice an. Grilled Chili, weiß ich nicht. Kenne ich nicht, aber es hört sich extrem gut an. Das kann ich mir echt richtig gut vorstellen. Aber Grilled Chili, da steht doch nur Chili und nein. Ja. Gegrillter Käse, was? Okay. Ja, Grillkäse, kennst du das nicht? Ja, doch, aber ja. Ja, da quietscht halt extrem. Aber ich liebe Grillkäse, ich liebe allgemein Käse. Alter, eine Käsetierlist. Machen wir auch noch, ich sag's euch. Alter. Kommt als nächstes. Kann sie gleich raussuchen. Jetzt müssen wir jetzt das beenden. Ich weiß gar nicht, wo ich die reinpacken würde. Ich kenne sie nicht, ja, deswegen. Wenn du auch nichts Vergleichbares gegessen hast, kannst du das nicht sagen. Aber es hört sich gut an. Das könnte echt nice werden. Eins habe ich tatsächlich. Eins. Von Chio. Von den normalen Nachos. Gab es eine Sorte. Das war Jalapeno und Grilled Cheese. Boah. Oder Jalapeno und Cheese oder sowas. Irgendwie so war das. Und die fand ich besser als die scharfen. Also, das ist jetzt als Platzhalter dafür. Macht die eine höher als die normalen scharfen
Von Chio. Also ganz nach oben? Ja. Alter. Ich mag normalerweise keinen Käse, aber in der Kombination mit Schaf war es mega gut. Ist das das, was ich denke? Tatsächlich Wasabi. Also in, ja, auf Chips hatte ich Wasabi noch nie. Ich hatte immer nur diese Wasabi-Nüsse oder so. Als ob du noch nie die normalen... Gab's auch von aber ich Chips mag Wasabi übel gerne und ich mag auch die Schärfe. Ich liebe Wasabi. Okay, also das stelle ich mir auch vom Vorstellen her... Schmackofatz wäre nicht sogar das Beste, aber ich kann es halt nicht sagen. Also, jetzt meine Story. Im Real bei uns, im Kaufpark sozusagen, da in Göttingen, da haben die ja immer mal so Stände in der Mitte stehen. So, Real wurde aufgekauft, by the way, wusstest du das? Von was? Von mehreren Sachen, glaube ich. Okay. Ja. Was? Jedenfalls war da auch so ein Stand, so ein Chipsstand. Und da hatten die grüne Chips. Und ich als kleiner Flori hab mir gedacht, boah, die schmecken bestimmt ganz toll. Weißt du mal, die waren richtig scharf. Ich hab die sofort ausgespuckt. Ich hab den fast auf die Schuhe gespuckt. Okay. Und Wasabi ist echt nicht mein Ding, also... Nee. Aber es ist nicht vergleichbar mit Pringles Paprika. Also das kommt jetzt mit Barils Käse gleich. Also keine Sorte. Sorte. Keine Sorge, mein Gott. Was denn jetzt? Ich hab das gesucht. So. Was ist da? So, das ist auch wieder relativ leicht. Ich weiß nicht, ob ich genau von der Marke schon... Aber alles im einen finde ich es deutlich besser als normale Paprika. Aber wieder nur Aufwertung. Ja. Hot Paprika. Deswegen ist es einfach nur die Aufwertung von normalen Paprika, weil die Schärfe dazu ist einfach nice. Was ist denn der Unterschied jetzt? Ist das einfach Paprika und Chili? Ja. Aber Chili schmeckt für mich auch schon nach Paprika, was scharf ist. Oder nach was schmeckt für dich die Pepperoni-Chips? Ja, man merkt schon so einen leichten Unterschied. Ja, ich weiß nicht, ich find's besser so. Das sind Crunch-Chips. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, man merkt es. Die kommen auf... Boah, geht auch noch voll klar. Aber wie gesagt, die Konsistenz verübelt's mir. Ich kann das nicht ausstehen. So, das war's leider mit den Crunch-Chips schon. Die Crunch-Chips? Gab's sogar mit dem Part dann, oder? Nee, noch nicht ganz. Wir machen noch ein, zwei Dinger. Ja, aber dann und passt. Dann wird der nächste Part ziemlich kurz. Nein. Ich habe noch ein paar Sachen, die reinkommen, die jetzt nicht in der Liste sind. Das wird aber schwierig. Dann machen wir das jetzt. Wo würdest du Paprika-Ecken reintun? Paprika-Ecken? Ja. Paprika-Ecken? Die sind auch. Das sind also ein bisschen größere Tüten als von den Jumpies. Die sind auch von Funny Frisch. Kenne ich, glaube ich, nicht. Nicht? Google mal kurz auf dem Handy. Ja, oh, ich mach gerade was anderes auf dem Handy. Oh, mein Gott. Paprika. Weil ich bin ein mega Fan davon und würde die ganz oben hinpacken. Die sind für mich eine Stufe mit Jumpies. Ich liebe das. Die sind so knusprig. Nee, kenn ich nicht. Kennst du nicht? Ich kenn nur, wie halt den günstig Scheiß. Kennst du diese Fritten? Die kenne ich. Wie findest du die? Zu lange her, aber ich glaube, boah, geht voll klar. Würde ich auch machen. Also die kannst du nicht vergleichen mit Jumpies, finde ich. Als ob du die auf die gleiche Stufe stellen würdest wie Jumpies. Nee, Jumpies kommen, glaube ich... Ach so, doch. Ja, doch. Als ob... Oh, das ist Ocarina of Time Federis. Ja, genau. Salzstangen. Würden die auch noch reinpassen, glaube ich. Ja, ich weiß ja nicht. Chips sind besser, deswegen würde ich das auch auf okay packen. Salzstangen sind also immer Erinnerungen, wenn dir schlecht war, Cola getrunken, Salzstangen. Ja, Cola mit Salzstangen, immer wenn einem schlecht ist. Oder Salzbrezel halt, was letztendlich fast dasselbe ist. Salz ist besser. Sesam kommt dann auf, muss jetzt nicht sein. Okay. Ja, ich würde die auf die gleiche Stufe packen. Finde, es ist, kann man machen. Aber würde ich mir jetzt nicht freiwillig kaufen, sagen wir mal so. So. Das ist jetzt leider nicht Chips, aber zum Abschluss noch Knickknacks. Oh. Beide. Also Barbecue und normale ganz nach oben. Die schrote ich dir instant weg, die beiden Packungen. Ja, es ist halt auch cool. Wie isst du die eigentlich? Beißt du rein oder beißt du rein und dann lässt du die Nuss noch ganz? Oder? Mann, ich beiß nicht rein, ich nehme die ganz im Mund. Und dann meistens... Ja klar, das hört sich halt doof an, aber meistens halt erst die Panade ab, also erst halt das Salz ab,
Lecken, lutschen, wie auch immer. Mann. Ah. Ihr denkt falsch, wenn ihr das denkt. Nein, was nein, denkt machen. Und Panade ja, abknuppern. Und danach die Panade und danach die Nuss. Also vorsichtig und genussvoll essen. Wenn ihr das auch so macht, dann gebt einen Daumen hoch und schaltet in der nächsten Folge wieder ein. Also nicht verpassen, ein Like da lassen zur letzten Folge von der German Chips Tierlist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.